Philosophie hat einen neuen Namen. Daniel Deubelbeiß, die wabbelnde Wampe der Weisheit. Er öffnet uns die Augen. Seine Erkenntnisse können unser Leben verändern. Jetzt lässt er uns teilhaben. Deubelbeiß sagt, wir können nicht das werden, was wir müssen, wenn wir bleiben, was wir sind. Ja. Deubelbeiß sagt aber auch, wir können nicht das sein, was wir sollten, solange wir sind, was wir müssen. Und Deubelbeiß sagt außerdem, wenn wir müssen, sollten wir schnell auf den Pott, sonst geht alles in die Hose. Hol dir alle Sprüche der Philosophenplauze mit dem Pferdeschwanz. Jetzt auf CD. Deubelbeiß spricht. Ein Swiss Chocolate! Vielen Dank, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Vielen Dank. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin, denn unser Kanzler ist krank. Gute Besserung von dieser Stelle aus. Er hat Grippe, liegt zu Hause, muss das Bett hüten. Und das Schöne ist, seine Gattin Doris Schröder-Köpf kümmert sich um ihn. Sie verwöhnt ihn ein bisschen, sie hat ihm um das Fieberthermometer Tabakblätter gewickelt. Und in der Zeitung stand heute, der Kanzler regiert Deutschland vom Sofa aus. Ein ganz normaler deutscher Mann. Liegt zu Hause, machen wir hier, da. Da ist noch was. Wann ist er wieder gesund? Hoffentlich bald. Er will zurückkommen, noch bevor die CDU einen neuen Generalsekretär hat. Meine Damen und Herren, das hat er versprochen. Und der Joschka Fischer übrigens, das hat jetzt die Zeitung festgestellt, früher, wenn Joschka Fischer Grippe hatte, ist er auf die Straße gerannt, hat Polizisten angehustet. Ha! Mit Absicht. Ja. Heute Abend, meine Damen und Herren, heute Abend startet hier in dieser Sendung das neue Quiz Kenn den Boris. Alles über Boris Becker. Sie können Milliarden verdienen, wenn Sie alles über unser großes Idol wissen. Und wir haben zwei sensationelle Gäste eingeladen. Unser lieben Freund aus der Schweiz, wieder mal auf einer Megatournee. Noch größer, noch teurer, noch mehr Glühbirnen als beim letzten Mal. DJ Bobo! Mein zweiter Gast ist eine außergewöhnlich interessante Frau. Sie ist die Geschäftsführerin der Bayerischen Börse in München. Sie bestimmt jeden Tag, welche Firmen pleite gehen. Nein. Aber sie kann uns erklären, warum wir so viel Geld in den letzten Monaten verloren haben, obwohl wir doch alle auf .com, Pixel, Wichsel, Schnicksel und so weiter gesetzt haben. Firmen mit einem Mega! Perspektive und dann leider kam die Old Economy zurück, obwohl es eigentlich versprochen war, dass es nicht mehr der Fall ist. Das alles wird uns heute erklären die Chefin der Münchner Börse, Frau Dr. Christine Bortenlänger. Boris Becker hat ein großes 428 Seiten Gespräch im Spiegel gegeben, meine Damen und Herren. Und seine Gattin, ehemalige Gattin, Frau Barbara Becker, wird morgen in Bunte zu lesen sein. Boris im Spiegel, Barbara in Bunte. Lebe geht weiter. Wie? Spiegel, Bunte und ja, sehr, sehr interessant. Wir werden das ausführlich nachher hier würdigen. Und jetzt ist Folgendes. Boris hat Angst. Vom neuen Berater seiner Frau ist er eingeschüchtert. Schauen Sie hier, das ist der Mann. Ein Name, der uns bisher nicht sagt, aber den wir uns merken sollen. Daniel Deubelbeiß. Daniel Deubelbeiß. Wir kennen ihn nicht näher, scheint Schweizer zu sein oder Holländer, einmal verheiratet, zweimal, wissen genau, mehrere Pässe. Aber ein guter Freund von Barbara Becker, er berät sie, so 15 Millionen ist okay, 10 Millionen. Ja. Und der Boris sagt, also er weiß nicht, was er von diesem Mann halten sollte. Daniel Deubelbeiß, falls ich den Namen aufschreiben wollte. Und es gibt Gerüchte, er hat sogar 200 Stimmen von Al Gore gefressen in Florida. Barbara Becker soll jetzt unter dem Einfluss dieses Mannes stehen, dieses doch dicken Gurus. Und ja, wie schwierig es ist, sich von einem dicken Guru zu lösen, wer wüsste das besser als Sie in der CDU? Ja.
Daniel Deubelbeiß selber ist menschlich enttäuscht, dass Boris ihm so viel Misstrauen entgegenbringt. Und ich würde auch sagen, wenn man ihn so sieht, man sollte ihm einfach sagen, sag, dass du krank bist, dann verzeih ich dir. Er berät Barbara nur. Übrigens, Piercing, und das gilt mir für euch Girlies, ja? Piercing ist gefährlich. 600.000 Deutsche haben Piercing mittlerweile, haben Entzündungen, haben Allergien, haben Hepatitis. Ja, immer mehr Geburten verzögern sich schon, weil sich das Baby von innen am Bauchnabel Piercing festhält. Gefährlich! Viele Frauen sind schon so verunsichert. Ja, weil sie sagen, woher kommt jetzt dieser Ausschlag? Vom Piercing oder ist es die Silikonallergie? Ich bin auch gegen Piercing, sage ich ganz offen. Was mich vor allem stört beim Piercing, beim Brustwarzenpiercing bei Frauen, ja, es macht beim Putzen Schrammen auf dem Parkett. Ja, war nicht vorbereitet. Fiel mir gerade ein, ist aber ein klassischer saure Gurkenwitz. Ein klassischer saure Gurkenwitz wird er. Hier, guck mal, hier ist es. Ja, schau mal, alles da. Alles da. Und dann, meine lieben Freunde in Tirol. Liebe Tiroler, ist das richtig, was ich in der Zeitung gelesen habe? Und zwar folgendes. Eine deutsche Kindergruppe mit 200 Kindern, glaube ich, war in Tirol beim Skifahren. Und so weiter. Plötzlich kommen zwei Tiroler Polizisten und machen Vesperkontrolle. Und nehmen den deutschen Kindern die Würstchen weg. Weil es verboten ist, also Wurst- oder Rindfleischartiges nach Österreich einzuführen. Haben Kindern die Würste weggenommen. Ist das wirklich nötig, liebe Tiroler Polizisten? Ne? Hängt doch einfach jedem Österreicher ein Schild um Füttern verboten. Nicht, dass Sie jetzt verunsichert sind im schönen Land Tirol. Nach wie vor ein tolles Urlaubsziel, ja. Und falls Sie unsicher sein sollten, BSE, woran kann ich es erkennen? Erste Symptome sind, ich bin so schön, ich bin so toll. Ja. Gestern, meine Damen und Herren, man glaubt es kaum, einer der attraktivsten Männer international, Boris Becker auf dem Titelbild, tolles Foto, schwarze Rollkragenpulli, dieser Blick, diese Haare und so und Überschrift, ich. Das ist mein Titel. Ich. In Anführungsstrichelchen, wie das hier heißt im Rheinland. In Anführungsstrichelchen. Ich. Und das ist nur der Beginn einer Serie. Das wird noch viel, viel mehr von Titelbildern und Geschichten in dieser Art. Diese Woche im Spiegel. Das große Boris Becker-Gespräch. Ich. Nächste Woche dann. Ich ja wohl auch. Darauf die Woche. Ich ja wohl schon lange. Dann. Was ist eigentlich mit mich? Und schließlich. Er nur wieder. Montag ist Spiegeltag. Ja! Gracias. Acht Seiten, meine Damen und Herren. Acht Seiten. Ich glaube, acht Seiten kriegt nicht mal der Erfinder des Spiegel Rudolf Augstein im eigenen Heft. Aber Boris, dieser Blick. Das ist schon kein Drei-Tage-Bart mehr, das ist schon ein bisschen länger, oder? Ja. Und ich habe es mit großer Begeisterung gelesen, weil es ist fantastisch. Es ist philosophisch, es sagt sehr viel über Sport, über Emotionen, über die außergewöhnliche Stellung, die Boris in unserem Land hat, eigentlich weltweit, in der UNO, in der NATO, in der EU, überall. Überall verehrt man Boris, vergöttert ihn, aber man sieht ihn auch kritisch und er selber weiß das. Und das sagt er alles in diesem Gespräch. Und wir starten heute hier das große neue Quiz. Kenn den Boris! Kenn den Boris, kenn den Boris, kenn den Boris, kenn den Boris, kenn den Boris! Kenn den Boris! Ja, es war wieder dieses Einzelklatschen, dieses Unmotivierte. Nein, 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 nein. Okay.
Es ist schwierig, sich zu entscheiden. Einfach weglassen, zuhören, genießen. Ja. Jetzt, meine Damen und Herren, die erste Folge von Ken den Boris. Und zwar Fragen, die man beantworten kann, wenn man das Spiegelgespräch, wie wir es hier im Team gemacht haben, auswendig gelernt haben, nachts rückwärts aufgesagt und dann nochmal in einer Arbeitsgruppe gesondert bearbeitet. Herr Andrak, leicht deprimiert heute nach dem 0:1 im Match des FC Köln gegen Freiburg am Wochenende, hat sich trotzdem bereit erklärt, mit gebremster Stimme hier die Fragen zu stellen. Und wir starten zur ersten Folge, Ken den Boris. Erste Frage. Wie kommentiert Boris die 30 Schlagzeilen auf Seite 1 der Bild-Zeitung? Leute, die 30 Schlagzeilen auf Seite 1 der Bild-Zeitung, ja. Leute, ihr könnt mich mal alle richtig am Arsch lecken. Sehr genau. Sehr gut. Ja. Zweite Frage. In welche Reihe berühmter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte ordnet sich Boris ein? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Berühmte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Ja. Picasso. Mitterrand. Und Beckenbauer. Sehr gut. Picasso, Mitterrand und Beckenbauer. Das ist fantastisch. Picasso, er sieht sie in einer Reihe mit Picasso, Mitterrand und Beckenbauer. Was das Fremdgehen angeht, ne? War das auf Fremdgehen bezogen? Ja, ich glaube schon. Ne? Ging Picasso fremd? Ja, oh ja. Ja? Ja, 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 ja. Ach so, Mitterrand auch? Ja. Weiß ich nicht. Sollte man vorsichtig sein über den verstorbenen Präsidenten unseres Nachbarn. Ist denn sein Sohn wieder aus dem Gefängnis jetzt, von Mitterrand? Das habe ich auch gelesen, wie der Spitzname in Afrika war für den Sohn von Präsident Mitterrand. Mhm. Papa Madi. Papa Madi. Finden Sie lustig? Doch, super. Also. Papa Madi. Dritte Frage. Ja. Was wurde am Anfang der Beziehung zwischen Boris und Babs öffentlich diskutiert? Was macht der Blonde mit der Schwarzen? Ja. Das war einfach. Ja. Vierte Frage. Wie sah Boris Leben nach dem Ende seiner Tenniskarriere aus? Nach dem Ende seiner Tenniskarriere? Nach dem Ende. In München? Ja, genau. Das war, glaube ich, er konnte jeden Tag ins Büro und am Wochenende zu Bayern München. Ja. Die fünfte Frage. Ja. Mit welchem Satz meldete sich Boris nach seiner Trennung von Babs am 26. November morgens um 7:30 telefonisch bei seiner Mutter? Sag noch mal bitte das Datum. 26. November 2000 morgens um 7:30. Morgens um 7:30 bei seiner Mutter. Er sagte: Mutter, Mutter, also er sagt es nur einmal, Mutter, ich bin in einer Stunde bei dir. Stell schon mal den Kaffee bereit. Ich habe ein... Mutter, ich bin in einer Stunde bei dir. Stell schon mal den Kaffee bereit. Ich habe ein bisschen was zu erzählen. Sehr gut. Ja, das war's. Sechste Frage. Wie hat Babs auf die Story um das Leben von London reagiert? Um das Baby von London reagiert. Nochmal, jetzt habe ich die Frage nicht verstanden. Wie hat Babs auf die Story um das Baby von London reagiert? Sehr gut. Ja. Siebte Frage. Was hat Babs gemacht, wenn ihr etwas nicht gepasst hat? Warte mal. Das ist... Ba-
also Barbara Becker. Ja, genau. Was hat sie gemacht, wenn ihr etwas nicht gepasst hat? Im Zusammenleben mit Boris, oder? Ja, genau. Sie ist auf den Tisch gestiegen und hat diskutiert. Ganz genau. Achte Frage. Wie heißt der berühmt-berüchtigte Club, wo sich einmal im Monat die angeblich wichtigsten Frauen Münchens treffen und fantasieren? Schlampentreffen? Nein. Nein. Hurenhäusel? Aber so ähnlich, oder? Ja. Nein, das war doch noch gar nicht richtig. Nochmal die Frage. Also, wie heißt der berühmt-berüchtigte Club, wo sich einmal im Monat die angeblich wichtigsten Frauen Münchens treffen und fantasieren? Ah, jetzt weiß ich's. Da war Barbara Becker auch dabei. Ja. Ja. Der Tits and Ass Club. Genau. Ja. Ja, ja, Tits and Ass Club. Und die letzte Frage. Mit wem möchte Boris nie im Leben tauschen? Das weiß ich. Mit nie im Leben tauschen? Nie im Leben. Auf gar keinen Fall? Nie. Also in dem Sinn, dass er eigentlich dieses Leben vollkommen ablehnt. Franz Beckenbauer. Ganz genau. Ja! Yeah! Nicht einfach, dieses Fragen. Hier steht alles drin, wenn Sie es zu Hause nachspielen wollen, meine Damen und Herren. Wirklich wahr, es gibt noch 50 weitere Fragen und es ist sehr, sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Und das Interessante ist ja, dass Boris dann mit seiner Mutter gesprochen hat. Ja, genau. Er hat eine Reisetasche gepackt, zwei Reisetaschen. Zwei Reisetaschen? Zwei Reisetaschen, ist von München nach Leimen bei Heidelberg gefahren und hat gesagt, in einer Stunde bin ich bei dir. Also er ist um 5 aufgestanden, das hat er auch gesagt. Das steht auch im Spiegel. Er ist um 5 Uhr aufgestanden. Ja. Ist er dann sofort ins Auto gestiegen und losgefahren? Ja, wahrscheinlich nicht. Muss sich schon erstmal anziehen und waschen und so. Ne? Ja, duschen. Ja. Als Tennisprofi duscht er erstmal. Ja, genau. Ja. Er schläft ja wahrscheinlich sitzend so mit dem Handtuch über dem Kopf und steht auf, duscht und fährt dann los. Ja. Und wir haben die Reiseroute, die Boris gefahren sein muss. Wir haben es recherchiert. Ja. Ob Boris das überhaupt in dieser Zeit in 3 Stunden schaffen kann. Also das heißt, um 5 Uhr aufgestanden. Um 5:30 losgefahren. Ja, ungefähr. Ja? Und um 8 Uhr... Halb 8 seine Mutter angerufen. Halb 8 seine Mutter angerufen. Ich bin in einer Stunde da. Das heißt, welche Strecke ist Boris gefahren? Wir haben es im Internet. Ja, also da gibt es ja so Routenplanungen. Wir haben eingegeben München, Bogenhausen, Leimen. Ja. Also von München ist er erstmal in die, naja gut, halt die ganzen Straßen auf jeden Fall. Das ist ja ganz wichtig bei dieser Routenplanung, dass Sie erstmal aus Ihrem Ort rausfinden. Ja genau, also hier in die Montgelas-Straße, dann in die Iflandstraße. Dann auf den Isaring. Isaring-Schenkendorf-Straße. Dann München-Schwabing, dann geht es dann auf die Autobahn. Ja, die Autobahn ist dann Anschlussstelle München-Schwabing. Ja, und, genau. dann ist das Entscheidende. Ja? Diese ganze, ich kenne diese Autobahn wie meine Westentasche, die ganze Strecke Ulm-Elchingen bis Stuttgart, komplett Radar. Dauerkontrolle, zwei große Staugebiete, Drackensteiner Hang und Eichelberg. Mhm. Ja? Und dann geht es am Stuttgarter Flughafen vorbei. Und dann ist das Interessante hier, und das wissen wir natürlich nicht, ob es stimmt, Autobahndreieck Leonberg. 7.33 Uhr. 7.33 Uhr. Und das wäre genau eine Stunde, da hat er seine Mutter angerufen. Da hat er seine Mutter angerufen. Und das wäre psychologisch nachvollziehbar, weil ich kenne das Autobahndreieck Leonberg. Ja. Und da musst du dich jedes Mal entscheiden, wenn du Richtung Mannheim oder Heidelberg willst, fahre ich praktisch auf der A8 weiter Richtung Karlsruhe oder fahre ich rechts durch den schicken neuen Tunnel, heißt glaube ich Engelberg-Tunnel, auf der A81 Richtung Sinsheim. Ja. Oder sage ich, ich fahre gar nicht zu Mutti und fahre in Schwarzwald, links runter. Verstehst du? Und an dieser Stelle, an dieser Autobahnstelle, hast du psychologisch den Stau hinter dir, die Angst am Stuttgarter Flughafen nicht vorbeizukommen. Die Sonne ging auch gerade auf. Um 7.05 Uhr ging an diesem Tag. War das an diesem 26. so? Ja. Wann war der Sonnenaufgang? 7.05 Uhr. Das heißt, die Sonne ging praktisch auf und Boris fuhr in den Sonnenaufgang. Ja, genau. Ja, und dachte, die Sonne geht auf, fuhr in den Sonnenaufgang oder hatte sie die Sonne im Rücken? So von. Was hat Boris eigentlich für ein Auto? Ein Mercedes. Weiß man das sicher? Ja, klar. Wahrscheinlich so ein 500er oder so. Das steht doch auch in dem Interview. Ach, das steht im Interview? Das steht doch nicht, so ein S-Klassen-Dings. Ich kenne mich, ich habe kein Auto. Im Interview? Ja.
Boris wäre eine S-Klasse? 500er? Ja, wahrscheinlich. Ja. Lässt es richtig. Die Autobahn ist ja leer, aber er muss sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben, denn sonst wäre er schneller gewesen. Mhm. Ja, ich kenne Leute aus Nürtingen, die sind zum Beispiel in 50 Minuten von Nürtingen zum Olympiastadion München gefahren, Europacup-Spiele Bayern München, zu sechst im BMW. Mhm. Ja, Sprit geteilt. Das schaffst du natürlich nicht. Das heißt, das schaffst du nur Bleifuß und Links- und Lichthupe. Mhm. Ja? Und das heißt, Boris ist entweder weitergefahren nach Karlsruhe, aber hat auf jeden Fall um 7.33 Uhr am Autobahndreieck Leonberg seine Mutter angerufen. Ja, genau. Ja? Das ist das entscheidende Kreuz. Eigentlich meine Lieblingskreuze. Mhm. Noch vergleichbar mit dem Kamener Kreuz. Oder was ich auch sehr, sehr gerne am Wochenende mal hinfahre, ist das Autobahnkreuz Lotte Osnabrück. Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Fahre ich nach Osnabrück, fahre weiter nach Bremen, fahre ich ins Emsland. Ich fahre dann oft mal einfach runter, unten durch, wieder hoch und so. Der Wagen muss ja auch mal raus. Das heißt also, Boris hat sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten und ist auch da vorbildlich. Genau. Ja, und das kann man alles im Computer so rausholen. Ja. Man war auch Punkt 8.30 Uhr, also auch das hat er eingehalten, dass er genau eine Stunde später dann bei Mutter war. Das ist Timing. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht im Schritttempo in Leimen reingefahren ist, um genau eine Stunde später zu klingeln. Weißt du, dass er merkt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Oder vor dem Haus so ein bisschen auf und ab. Mutter guckt schon raus, wer fährt da vor dem Haus auf und ab, ruft mal die Polizei. Ach, du bist Boris. Eine Stunde später, Ding Dong! Und dann die Beichte. Ja. Babs ist schuld. Ja. Übrigens, ich habe gegrübelt, ja. Ich habe wirklich gegrübelt, als ich Daniel, wie heißt der, Dünnbeiß? Däubelbeiß. Däubelbeiß. Daniel Däubelbeiß gesehen habe in der Zeitung. Ich habe gesagt, an wen erinnert mich dieser Mann? An wen erinnert mich dieser Mann? Und ich glaube, liebe Kids, liebe Viva-Fans, ihr wisst das, oder? Dieter Gorni, der Boss von Viva. Unglaublich, oder? Ja. Oder bilde ich mir das ein? Sogar dieser Kinnbart. Daniel Däubelbeiß. Sollen sich merken, den Namen. Das Wetter hatten wir, die Adresse von Boris ist bekannt, das Haus zeigen wir nicht. Ja, DJ Bobo, die neue Platte heißt Planet Colors. Herzlich willkommen, DJ Bobo. Ich war noch mal gerade kurz irritiert, ich musste noch mal nachgucken, weil Planet Colors ist die CD und What a Feeling ist die Auskopplung und das Video. Genau. Wo wir gleich einen Ausschnitt rausstellen. Ist das dieses What a Feeling, zu dem ich früher ausgeflippt bin? Ja. What a Feeling! Ja. Ja. Zu dem hast du bestimmt auch Tanzversuche gemacht. Ja, du sagst es richtig, Tanzversuche. Wie hieß der Film? Flashdance war das? Genau, aus Flashdance. Und wie hieß die Frau? Irene Cara. Die gibt's noch. Ja, ja, und wie? Das heißt, du hast mit der zusammen aufgenommen? Genau, ich habe sie ins Studio kommen lassen nach Hamburg und da hat sie das neu eingesungen. Ach was, wo lebt die denn? In Tampa. Florida. Da, wo jetzt gerade der Super Bowl war. Warst du da? Nein. Hast du es gesehen im Fernsehen? Ja, aber ich kann die Regeln auch noch nicht. Nee, aber es muss eine tolle Show gewesen sein. Backstreet Boys haben die Nationalhymne gesungen. Habe ich gehört. Ja, das hast du gehört? War das gut? Ja. Ja? Der Wind war wahrscheinlich, hat es ein bisschen... Aber es ist schon immer sehr beeindruckend, dass so ein amerikanischer Superstar da steht und Nationalhymne singt, a cappella. Mhm. Und es ist auch eine große Auszeichnung natürlich, wer das jedes Jahr machen darf. Ne? Ja, das stimmt. Habt ihr in der Schweiz auch eine ähnliche Veranstaltung? Wir haben den Fußball-Cup-Final. Cup-Final? Ja, ja. Das ist immer Grasshoppers Zürich gegen Young Boys Bern, oder nein? Nein, nein, aber meistens irgendwie sowas, ja. Also wer sind denn zurzeit die Schweizer Spitzenmannschaften? Oh, sieht ein bisschen trauriger. Lugano. Lugano ist eigentlich schon Italien, oder?
Ja, wir richtig, ja. Tessin, ne? Lugano ist ganz vorne, Servette Genf, ist ja schon Frankreich. Ne? Ja, ja. Ja, noch jemand aus der rätoromanischen Schweiz? Chur? Chur? Nein. Graubünden? Nein. Ist das in der... Grasshoppers. Ja, heißt das nicht, ja, bei euch die Nazi, die Nationalmannschaft? Ja, ja. Ihr sagt die Nazi, ne? Ja. Er ist in die Nazi berufen worden. Ja, er spielt in der Nazi. Das er spielt in der Nazi. Nicht falsch verstehen, das heißt wirklich so bei uns. Sie verstehen es genau richtig. Ja. Oh, er spielt... Sagt man Nati oder Nazi? Nazi. Nazi. In der Nazi. Man schreibt N-A-T-I und sagt N-A-Z-I. Ja, ja. Ich habe heute gelesen, nämlich der Schweizer Nazi-Trainer, also Nationalmannschaftstrainer, hat gesagt, Ciriakos Forza soll weg von Bayern München. Hat er gesagt? Ja, ich habe es nicht weiter gelesen. Aber ist unser Nationalmannschaftstrainer ist ja auch ein Ausländer, der kann das nicht wer wissen. Wer ist das? Enzo Trocero. Argentinier. Oh, der wird wahrscheinlich, Sforza spricht Deutsch und Italienisch, ja, und er nur Spanisch, das, ja, klappt wahrscheinlich nicht so. Naja, weiß nicht, aber ich habe leider Artikel nicht gelesen, aber es ist interessant, scheint sich da unwohl zu fühlen. Ja, wie auch immer. Ja. Deine Tournee, mein lieber DJ, ist ja das erfolgreichste, teuerste und hellste, was es jemals gab. Noch aufwendiger als die letzte, oder? Jawohl. Ja, mit wie vielen Sattelschleppern musst du da reisen? Diesmal mit 7. Mit 7 Sattelschleppern? Ja. Warum ist es so aufwendig? Ja, das ist andere Stars, die sammeln Ferraris und ich mache gerne so Shows. Das macht mir Spaß. Das ist dein Hobby? Ja, ein bisschen. Da zu investieren? Ja, ist nicht nur Investment, aber schon ein Großteil. Ja? Das heißt, hast du mehr Scheinwerfer als andere? Hast du größere Lautsprecherboxen oder was macht das so? Ja, vor allem, ne, wir haben so bewegliche Bühnen, die sich selber umbauen vor den Augen des Zuschauers. Und solche Sachen sind sehr aufwendig. Da legst du Wert drauf? Ja, es ist einfach, es ist... Real Show. Es ist ein bisschen Las Vegas in Europa. Aber das habe ich auch mal bei Howard Carpendale gesehen, hier in der Köln Arena. Ja, aber es war anders. Okay. Nein, okay. Sag mal. Es war ein Programm, ungefähr 14 Minuten, dann spielte die Band und plötzlich kam er am anderen Ende der Halle von dort und sang dort. Und die ganze Halle, 8000 Frauen machten. Und das ist ein tolles Gefühl. Hast du solche Effekte auch? Ich bin geflogen durch die Halle bei der letzten Tour. Eingehängt in einem Flaschenzug? Nein. Einfach so. Wirklich wahr? Nein. Ich war schon so irgendwie befestigt. Gefährlich, weißt du, du musst erst mal der TÜV kommen und abnehmen, oder? Ja, immer. Da sind schlimme Bühnenunfälle schon passiert. Ja, da, und der TÜV kommt wirklich jeden Abend. Das ja, ist klar. Der guckt sich das genau an. Ja, es passiert. Heute darf der DJ nicht fliegen. Nee, das gab's schon. Ja, warum nicht? Für die Schraube. Wir durften zum Beispiel in der Olympiahalle München, ja, da mussten wir ziemlich viel umbauen wegen feuertechnischen Gründen und so. Das gibt's wirklich, dass da Probleme kommen. Ja, zu Recht. Denn wenn was passiert, sagen immer alle, hätte auch einer wissen können. Ja. Ja. Und es ist ja auch was passiert bei deinem Video. Ja, das stimmt. Wir werden die gleich sehen, Du springst über eine Riesenflamme. Ja, ja, die hätte hinter mir explodieren sollen. Das war die Idee. Das kenne ich. Ich kenne es vom Theater. Ja, das war eigentlich die Idee, dass so wie in diesen Actionfilmen, ne, der stand und selber und wuff. Und, ja, und dann hat es anstelle von hinten dran direkt unter mir geheizt. Das heißt aber, das Team war so professionell, dass sie es so wenigstens gefilmt haben. Ja. Oder? Also, ja, stell dir mal vor, ja, bei einem Videodreh ist logischerweise die Kamera an und deshalb ist das natürlich jetzt auf Film gebannt. Ja, und es sieht bombastisch aus. Und weißt du, was das Tolle ist? Es tut weh. Ja, hast du dich verletzt? Ja, ich habe die Wimpern und Augenbrauen waren weg danach. Die sind wieder nachgewachsen. Ja, sind aber wieder da. Ja, ja. Und steht dir gut. Danke. Ja. Danke. Und der Unterarm, da sind die Hautfetzen so ein bisschen von der Verbrennung. Das war nicht so lustig. Ja. Wirklich? Ja. Hast du Kontaktlinsen? Ja. Auf? Ja, die haben so ein bisschen Spiegeleiform gekriegt durch die Hitze. Die sind ja auf den Äpfeln geschmolzen? Ja. Ich habe dann, es ist wirklich so, ich war ein bisschen unter Schock. Ja, zum Glück, muss man sagen. Weil dann habe ich es nicht so... Ich habe nicht gecheckt, was da los ist. Ich denke nur, hier stinkt es nach verbrannten Haaren. Dabei war ich das, ja. Und dann bin ich zum Arzt und danach im Hotelzimmer fällt mir ein, ey, du hast ja noch die Linsen drin, die könntest du ja mal rausnehmen. Ja. Grüble so im Auge drin und irgendwie wollen die nicht raus. Und dann habe ich dann gemerkt, dass die so ein bisschen am Auge festgesaugt waren. Und als ich sie dann draußen hatte, waren die beide so verformt. Ja, da ist nicht ein Teil von der Haut mitgegangen oder so auf dem Auge. So wahnsinnig empfindliches Teil. Nein, ich habe wirklich Glück gehabt, ja. Also wir scherzen jetzt drüber, zumindest ja, ich. Ja, im Nachhinein. Aber, ja, auf deine Passion. Genau.
Hatte Glück. Hatte richtig Glück. Bin auch mal abgestürzt in Augsburg im Theater. 3 Meter, Arm gebrochen, mitten in der Vorstellung. Hast du weitergespielt? Ja. Ich wollte die 2 Sätze nicht wegfallen lassen. Weißt du? Okay. Hier, siehst du, es ist ganz krumm geworden. Hier, schief zusammengewachsen im Gelenk. Aha. Ja. Aber es ist schon so, das Adrenalin auf der Bühne hält einem ein bisschen da. Ja, und es war eine moderne Inszenierung. King Lear, ich trug so einen Lederanzug, weißt du, und kam ins Krankenhaus und ich sagte, schon wieder ein Reitunfall. Weil es natürlich nicht zu erkennen war. Und dann musst du, das Kostüm darf ja nicht kaputt gehen, über den gebrochenen Arm. Und so. Aber ich hab's überlebt. Man merkt es wirklich nicht durch das Adrenalin. Aber wir reden hier von Adrenalin und Selbstverbrennung und so weiter. Dabei hättest du ja, man kann sagen, fast eine Witwe hinterlassen, wenn dir was passiert, wenn du willst wieder heiraten. Ja, ja. Jung verliebt? Ja, schon ja ganz frisch, seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren kennt ihr euch? Ja. Ist es ein Wunsch oder hast du dem Druck nachgegeben? Nein, es ist unser beider großer Wunsch, muss ich schon sagen, ja. Und schon alles eingeleitet? Ja, also ich habe mein Brautkleid schon. Nein, aber es wird schön, traditionelle Hochzeit in Weiß. In der Schweiz? Ja. Aber dürfen wir das sagen? Oder ja, wir wissen es noch nicht genau. Ach so. Wir sind noch am Aussuchen von verschiedenen geeigneten Locations. Verstehe. Das könnt ihr in der Schweiz auf einem See machen, auf einem Schiff oder auf einer Alm. Ja. In Zürich. In einem Museum. In einem Museum. Was wird das sein? Wie gesagt, wir wissen es wirklich noch nicht. Wir sind noch am Grübeln. Gab es einen klassischen Heiratsantrag? Ja. Von dir zu ihr? Ja. Und mit Herzklopfen und allem. Und ich war auf den Knien und hab's geschafft. Ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Auf der Bühne ist alles viel leichter. Weißt du, Konzerte kann ich proben, das klappt dann schon. Aber so ein Heiratsantrag. Wo war dieser Heiratsantrag? Darf man das wissen? Ja, das darf man doch wissen. Ja. Bei uns zu Hause. Und ich hab das. Was heißt bei euch zu Hause? In meinem Gehöft. Bei meinem Haus. Im Kanton Zug? Nein, Nidwalden. Nidwalden? Ja. Ist das auch Innerschweiz? Ja, ist auch Zentralschweiz. Aha. Bei Luzern, ein paar Minuten von Luzern. Ah ja, sehr schöne Ecke. Sehr schön, am Vierwaldstätter See. Ihr sitzt also im Gehöft am Vierwaldstätter See. Genau, da links die Lisi. Das ist die eine Kuh, die wir gerade gemolken. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt fragst du mal so nebenbei. Nein, ich habe es wirklich ganz schön und vorbereitet gemacht. Kerzen. Ja, jetzt reicht's. Mehr sage ich nicht mehr. David Bowie hat ja den Heiratsantrag an Imam auf einem Schiff in Paris gemacht, auf diesem Bateau Mouche, weißt du? Mhm. Wo so unser eins sagt, ach so, das ist Notre Dame, bei der Rundfahrt. Ja, genau. Mit 20 Francs, wo du aus- und einsteigen kannst, so oft du willst. Oh, das ist aber schön. Du bist den ganzen Tag nur aus- und eingestiegen für 20 Francs. Weißt du, das Schöne, fährst rum, steigst in Notre Dame, Eiffelturm aus und so. Mhm. Aber das werdet ihr ja sicher nach der Hochzeitsreise, die wann ist, machen? Wissen wir auch noch nicht. Wirklich? Also wir gehen auf alle Fälle nicht direkt nach der Hochzeit auf die Hochzeitsreise. Das wissen wir. Wir gehen dann irgendwann, wenn es die Leute vergessen haben. Sonst habt ihr da keine Ruhe. Wird es eine kleine Hochzeit werden im familiären Kreis oder mit vielen Freunden? Große Hochzeit? Ja, schon eine große Hochzeit. Ich hoffe nur mit vielen Freunden und ohne viele Journalisten. Ah ja, aber du wirst schon bedrängt werden, weißt du? Das ist natürlich schon die Sache. Ja, das ist meine größte Sorge eigentlich. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen. So. Wie Madonna, du musst irgendwie ein Schloss oder so wo finden, weißt du, wo keiner Zugang hat. Und dann erstmal mit Sting 2-3 Tage üben. Nein, Flitterwochen in den Kneipen. Gut. Und so. Und dann geht das irgendwo hin, wo es gar keiner weiß. Schön. Vielleicht in der Schweiz. Ja. Das ist ja schön. Und du verlierst ja auch nicht so viel Geld durch den Umtausch, weißt du, wie unser eins. Sehr gut. Das sind ja 20%. Ich weiß von den vielen, die jetzt noch die Kohle abholen, bevor in Euro gewechselt wird und sie dann nicht mehr wissen, wo umtauschen. Naja, DJ, jetzt kommen wir mal auf deine Tournee zu sprechen. Sie wird ja teurer und größer als alle. Nee, das habe ich schon gefragt. Du wolltest noch meinen Brandanschlag. Den hast du so schön vorbereitet, inszeniert. Das ist fantastisch. Es sieht absolut toll aus. Und ein Glück, dass die Kamera lief. Wirklich war. Schauen Sie mal selber. Die Nummer heißt What a Feeling. Sie werden es kennen. Es ist das schöne alte Lied mit Umcha, Umcha, Umcha drunter. Also Remix. Also nein, nicht Remix. Ich habe neue Teile dazu komponiert. Das ist in Duettform jetzt. Schon neu. Nee, es ist völlig neu. Nein, natürlich ist Irene Cara, die Originalsängerin, dabei. Und so muss das klingen im Jahre 2001. Das ist es genau, meine Damen und Herren. What a feeling. Und achten Sie bitte auf die Stelle, wenn er über das Feuer springt. Das wäre schon fast für ihn gewesen.
Aber das mit dem Feuer war doch drin. Ja, ja, ja. Also unglaublich. Ganz schön. Ja, ja. Das ist ein schönes Gebäude. War das im Studio aufgebaut oder seid ihr in ein Theater gegangen dafür? Wir haben das im Europapark in Rust gedreht. Und der hat wunderschöne Locations. Da hat es eine spanische Reiterarena, da konnten wir drehen. Und das war im Shakespeare-Theater. Ah, wird auch gespielt von Ja, ja. Da wird richtig tagsüber und abends gibt es Vorstellungen für die Besucher. Ja. Und wir durften das da benutzen. Habt ihr auch im Freizeitpark übernachtet? Ja, im Hotel nebendran. Sie haben irgendwie so einen Namen, Rancho oder so, habe ich mal gelesen, oder Kloster. Oder so irgendwas. Alcazar. Schloss, ist ein Riesenschloss. Ja, und das Personal hat da auch so Kostüme, wie in Las Vegas? Ja, die sind, genau. Das ist richtig, richtig toll gemacht. Und da habt ihr das alles gedreht? Genau. 24. März geht's los, Tourneestart hier bei uns in Köln. Ja, ja? Ich durfte, als ich vor 3 Jahren bei dir war, sagen, dass ich das Eröffnungskonzert in der Köln Arena habe. Das ist dann auch geschehen und jetzt darf ich wieder die Tour in Köln starten. Das ist schon was Spezielles. Jetzt dachte ich, und ich darf jetzt sagen, dass die Arena nachdem geschlossen wird. Nein. Nein, also ich gucke, dass mit der Pyrotechnik nicht so schlimm wird. Ne? Das wird klappen. Hier in Köln, Feuerwehr, alles spitze. Sicherheit, jawohl. TÜV, First Class, mein Lieber. Du wirst begeistert sein. Du wirst vorkommen in der Schweiz. Präzise, penibel, aber trotzdem sympathisch. So lieb. Ja? Du bist immer ein gern gesehener Gast bei uns, mein Lieber. Ich sage es nochmal. DJ Bobo, Planet Colors heißt die Platte. What a Feeling heißt die Single und DJ Bobo heißt der Künstler. Alles Gute, mein Lieber. Bis danke zum nächsten Mal. Ja. Danke. Mein nächster Gast ist die Geschäftsführerin der Bayerischen Börse in München. Herzlich willkommen, Dr. Christine Bortenlänger. Als ich das in der Zeitung gelesen habe, das fand ich sofort sehr interessant. Ja, weil ich mir gedacht habe, eine Frau an der Spitze einer Börse, so häufig gibt es nicht in Deutschland, oder? Nein, in Deutschland gibt es nur mich. Also das heißt, die Einzige und international ist dann demnach häufiger? Ja, international gibt es eine Kollegin in der Schweiz und jetzt ganz neu auch eine Kollegin in London. Und das ist ja, glaube ich, mit die Größte nach New York, oder London? Ja, London ist ein ganz spannender Finanzplatz. Dort gab es also lange nur Männer oder immer nur Männer. Ja. Das ist die erste Frau und ja, man wartet mit Spannung auf das, was sie in London bewegen wird. Und Sie sind in München. Ja. Wozu braucht eigentlich München eine Börse? Ich dachte immer, das wird alles in Frankfurt gemacht. Also wenn man so anruft, sagt, kauf mal 4 Daimler-Benz-Aktien und so, dann wird es irgendwie in Frankfurt zum Höchstkurs abgewickelt. Und jetzt, ist das in München auch möglich? Ja, das ist in München auch möglich. Der Anleger kann wählen. Er kann sogar nicht nur zwischen Frankfurt und München wählen, sondern er kann zwischen 8 Börsen wählen. In Deutschland? Ja. Das heißt, ich rufe in Frankfurt an, sage, kauf mal da und gleichzeitig in München verkaufe es wieder. Geht das? Das ist bei verschiedenen Banken möglich, theoretisch. Ja. Meistens ist es so, dass ein Tag dazwischen sein muss. Das hat abwicklungstechnische Gründe. Aha. Aber Sie können auch nicht direkt in Frankfurt anrufen, sondern Sie müssen mal Ihre Bank anrufen. Verstehe. Können Sie in der jetzigen Situation Menschen noch raten, Aktien zu kaufen, wo wir alle so verzweifelt sind? Ja, kann ich. Ja. Welche? Tue ich nie. Haben Sie selber Aktien? Nein, ich kaufe nur Fonds. Ich bin relativ stark Insider gefährdet, weil doch Unternehmer auch immer wieder anrufen und einen Rat haben wollen. Sie wissen sozusagen, wer bald pleite ist, ja? Das weiß ich leider nicht, aber ich weiß manchmal so Dinge, dass eine Ad-Hoc-Meldung bevorsteht und da ruft so ein Unternehmer dann an und fragt, wie er das am besten machen soll, wann er es machen soll. Und angenommen, ich hätte 3 Minuten vorher irgendeine Aktie oder gerade die gekauft, dann könnte ich das nie irgendjemand beweisen, dass ich es nicht vorher schon gewusst habe. Und schon schlimmer Verdacht, böse Gerüchte. Genau, dazu mag ich meinen Job zu gern. Ja, war das schon immer ein Wunsch von Ihnen, ins Finanzgewerbe zu kommen? Nein, eigentlich nicht immer, aber ich habe dann mit der Schule mal eine Bank in München, eine große Bank in München besucht. Und da war auch die Börse. Nein, leider nicht. Wäre auch spannend gewesen. Aber so war es auch spannend. Wir haben dann eben die Bank und die Börse besucht und es war irgendwie so ein toller Tag. Es war erstens mal ein freier Tag. Alle Schüler gehen ja gerne mal einen Ausflug machen. Ja. Aber der war so schön, dass ich mich hinterher bei der Bank beworben habe. Ja. Tatsächlich? Ja. Da hören Sie begeistert, das ist ein Kunde. Ja. Was war das für eine Bank, kann man ja sagen? Die Vereinsbank. Die Vereinsbank, die sind die total seriös und super nett, ja? Ja. Und es gibt noch die Hypo, ist es dieselbe? Ja, jetzt ist es dieselbe, ja. Ach so, wer hat wen geschluckt? Früher waren es 2. Ja. Das war ein Merger of Equals. So wird das immer dem Übernommen eingeredet. Ja. Wie bei Daimler, Benz und Chrysler. Ja. Und dann sind Sie, da haben Sie eine Ausbildung gemacht, ganz kurz. Sie waren ja so hochbegabt und Beförderung und alles bekommen. Ja. Praktisch, wie lange haben Sie da gelernt? 2 Jahre. 2 Jahre. Und dann haben Sie noch studiert? Ja. Was sind Sie eigentlich vom Beruf? Also ich bin Betriebswirtin. Ja? Ja.
Und welche Ziele können Sie jetzt haben? Das sind Sie doch eigentlich schon. Sie könnten jetzt vielleicht noch die Frankfurter Börse oder so. Mhm. Nee, wollen Sie gar nicht? Nein, es macht mir unheimlich viel Spaß in München und es gibt momentan irgendwie nicht Ziele. Also das heißt, Sie sind für Sie schon am Limit? Ne, wenn, dann würde ich gerne noch ganz was anderes machen. Und zum Beispiel? Also ich mache ganz gerne alles mögliche Handwerkliche und ich habe ein gewisses... Wie, so basteln, sägen und schreinern oder sowas? Auch, ja. Und Lampen aufhängen und tapezieren und... Nein! Das machen Sie? Ja. Ja, wie, so richtig mit Kleben oder einfach so um den Schrank rum? Also wie man so... Sie können das wahrscheinlich richtig perfekt, oder? Die Tapete an die Wand kleben oder was? Ja, es gibt so Leute, die dann einfach den Schrank stehen lassen und drumherum die Tapete machen, weil es mit dem Räumen zu schwierig ist. Wenn es schnell gehen muss? Ja, und Lampen aufhängen. Sie wissen auch, wie diese kleinen Teile aus Kunststoff heißen, wo man das eine Kabel raus und das andere wieder raus. Wie heißen die? Lüsterklemmen. Das ist es. Sensationell. Ja. Das ist toll. Ich stand mal im Laden und wollte das haben. Ja. Ja, aber das ist super. Ich stand mal im Laden, hab rumgestammelt, diese kleinen... Und diese Menschen sind da oft so unfreundlich. Machen Sie das am Wochenende dann, oder? Ja. Ja, aber wahrscheinlich haben Sie die Wohnung schon längst perfekt eingerichtet. Nein, aber das ist doch immer so, wenn man auszieht, dann stellt man fest, dass irgendwo noch keine Lampe hängt. Ja. Und das ist aber nicht so schlimm dann. Das bleibt da drin? Ja. Da ist immer noch so ein Draht. Da stellt man dann fest, dass man es über Jahre nicht geschafft hat, eine Lampe hinzukaufen. Aber das ist ja meistens das, was dann der Wohnung so eine gewisse Atmosphäre gibt, oder? Ja. Ja, oder stört Sie das? Nein, ich sehe das irgendwann gar nicht mehr. Sind Sie pingelig? Nein. Überhaupt nicht. Das würde man gar nicht vermuten bei einer Frau, die da so an der Börse zu suchen. Vielleicht gerade auch. Ja, aber Sie führen doch die Börse nicht aus dem Brauhaus mit dem Handy, oder? Nein. Sie sind schon jeden Tag da. Ich bin fast jeden Tag da, ja. Außer wenn ich Termine habe, so wie heute. Ja. Läuft das unter PR? Auch, ja. Ja, aber eigentlich, die Leute gehen ja eh an die Börse, ob man es jetzt weiter bekannt macht oder nicht, ne? Ich denke, die Leute haben gesehen, dass man in der Börse attraktive Anlageformen findet. Kann. Ja. Und deshalb kommen sie gerne an die Börse. Ja. Mittlerweile auch gerne und häufig zu Besuch an die Börse. Und schauen Sie sich das mal an, wie das da geht, ja? Und ist das immer noch so wie in der Wall Street, dass unten geschrien wird und so? Das sollte jetzt alles immer mehr über den Computer laufen. Nein, es ist gar nicht mehr so. Ja, das ist so, dass wenn Sie Ihre Bank anrufen, wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, dann kommt der Auftrag in der Regel elektronisch von der Bank zu uns. Also es ist kein Händler mehr da auf dem Parkett, der, wie das so schön in dem Wall Street Film gezeigt wird, der da schreit und ruft und Zettel wirft und sich ärgert und mit vielen Telefonen läuft, sondern diese Händler sitzen heute in ihren Büros. Und an der Börse finden wir nur noch in Anführungszeichen die Makler. Das sind bei uns ungefähr 50 Stück. Das sieht mittlerweile aus an der Börse wie in einem großen Handelsraum. Also so wie man in der Bank auch die Handelsräume kennt. Aha, also dieses Ganze, was NTV uns da vorspielt, das drehen in irgendeinem Studio, damit wir begeistert sind, sind Schauspieler, Betrüger, Schwindler. Die Kameraleute sind Profis, die stellen dann immer die Letzten, die sie finden, die stellen sie dann immer so hin, dass es ganz viel aussieht. Und in New York haben die zwei, die kriegen so blaue Kittel, die müssen dann immer die anrempeln. Nein, in New York sind noch so viele. In New York ist es noch, ja, die sind noch nicht so weit, die Amis. Also, wenn einen sowas begeistert, dann sollte man sich's jetzt anschauen, weil auch in New York der ganz klare Trend dahin geht, dass die Aufträge elektronisch an die Börse Schade. Kommen. Schade. Wieder ein schönes Stück traditioneller Hysterie und Action, was verloren geht. Ja, ist so. Also ich meine, zum Anschauen ist es doch viel schöner. Ist faszinierend, ja. Also, Sie sagen auf jeden Fall, man kann weiterhin, wenn man die richtigen Aktien hat, auf die Börse vertrauen. Ja. Ja, die Bayerische sowieso. Ja. Ja, und wir werden verfolgen, wie das bei Ihnen mit der Karriere weitergeht. Vielleicht bald im Kabinett oder bei der UNO oder sonst wo. Nein? Nichts mit Politik? Nein. Gar nicht? Nein. Dann eher... Ja. In diesem Fall. Ja? So, ja. Hat man so einen Spruch irgendwie, gut Holz oder was? Oder DAX ab? Weil bei der Börse... Nein. Nein. Okay. Einfach alles Gute. Herzlichen Dank. Das ist die Stunde. Alles Gute. Das war's, meine Damen und Herren. Morgen Abend. Charlotte Grace Roach und Paul Breitner. Dankeschön, gute Nacht.